Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schaltet in seiner Wirtschaftserklärung auf Angriff. Er verteidigt den Kurs der Ampelregierung und macht deutlich, dass er in Zeiten schlechter deutscher Wachstumsprognosen einen Hoffnungsschimmer bei der Energieversorgung sieht, die sei sicher. Die Speicher auch Ende des zweiten Winters sind voll und der Preis, das ist der zweite Angriff, wird jetzt auch wieder runtergehen. Gestern waren die Gaspreise am Spotmarkt bei 24 Euro, das ist Vorkriegsniveau, mitten im Februar. Der Bundeswirtschaftsminister appelliert heute Morgen an CDU und CSU, das von der Ampelregierung vorgelegte Wachstumschancengesetz nicht weiter zu blockieren. Ob die Union dem im Bundesrat in 4 Wochen zustimmt, unklar. Habeck kritisiert, die Vorschläge von CDU, CSU für mehr Wachstum hätten bis zu 50 Milliarden Euro Steuerausfälle zur Folge. Es ist einfach tatsächlich logisch schwer zusammenzukriegen, wenn man sagt, macht doch mehr Regierung, Klammer auf, dieses mehr nicht mit Gegeneinnahmen oder Gegenfinanzierung hinterlegt und dann gleichzeitig auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Das muss man so sagen, das ist wirklich Voodoo-Ökonomie oder Voodoo-Finanzpolitik, die wirklich jeder kann. Nach Habecks viertelstündiger Rede folgt eine teils laute und emotionale Aussprache im Bundestag. Harte Vorwürfe in Richtung des Bundeswirtschaftsministers kommen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die zentralen Vorwürfe an Ihrer Wirtschaftspolitik hier zu entkräften. Sie können es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber nicht nur die Wirtschaftsverbände, selbst die IG Metall-Vorsitzende wirft Ihnen vor, dass Deutschland im Moment eine schleichende Deindustrialisierung erlebt. Anschuldigungen, unterschiedliche Meinungen, eine ganz normale Debatte heute Morgen im Bundestag.